Herzlich willkommen im nächsten Final Fantasy Part. Ja, heute zeige ich euch, wie man die Handelsware Nobelklinge sich zusammencraftet. In der Nobelklinge ist natürlich das Masamune enthalten. Das stärkste Katana-Schwert. So, okay, wir brauchen dazu mehrere Bestandteile. Es wird benötigt zweimal Netril. Netril kennt ihr noch aus dem Sonnenschwert-Video. Drei Orichals und zwei Fäustel. Da ich im letzten Part ja hier in den Lusumin aufgehört habe, fangen wir gleich mal mit dem Fäustel an. Es gibt mehrere Wege, an Fäustel ranzukommen. Zum einen mal erscheint hier zu 20% Brit. Das ist ein Exot, ein wiederkehrender Exot, also kein einmaliger Funkküsten-Exot. Von dem können wir es klauen. So, ich zeige euch nochmal schnell den Ort. Hier auf der Rasche-Brücke. Wenn er nicht da ist, sondern nur diese scheiß komischen Flunderdrachen hier, die einem übelst auf den Zeiger gehen, könnt ihr einfach... Oh, jetzt... Naja, gut. Könnt ihr einfach so lange hier hin und her laufen, bis Brit erscheint. Keine Panik, ihr könnt ihn nicht verpassen, denn sobald er erscheint, bleibt er auch da. Also einfach nur den Controller-Stick nach unten gedrückt halten und was weiß ich, eine Minute lang hier hin und her eiern, bis Brit dann da ist. Und dann könnt ihr das von ihm klauen. Okay, ich habe abgekürzt. Da vorne ist Brit. Und jetzt geht's los. Einfach nur klauen so lange von ihm. Denkt an die Diebesfäustlinge. Da ist es. Denn es ist ein seltener Klau. Fran hat ein Fäustel geklaut. Das wäre die eine Möglichkeit, an Fäustel ranzukommen. Die andere Möglichkeit, ihr bekommt ein Fäustel auch als Belohnung, wenn ihr den Boss Bomberkönig besiegt habt. Und außerdem gibt's noch ein, gibt's noch so Granatengegner im Richtfeuer, ganz oben. Die haben eine 5% Wissenschance. Da oben sehen wir uns. So, gemeint sind diese Bomber von mir. Pyrobolos. Die haben eine 5% Wissenschance auf ein Fäustel. Für alle, die es noch nicht wissen oder das wieder vergessen haben, keine Ahnung. Wissenschance bezieht sich natürlich auf... Ich kann es mir eben nochmal schnell zeigen. Auf die Propheten, Waldläufer, Ritter, Wissen, bla 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 von den ganzen Schriftrollen. Aber ich habe, sucht in meiner Playlist nach Schriftrollen, habe ich erklärt, wie man an diese Schriftrollen rankommt. Gut. Irgendwann solltet ihr dann auch mal Glück haben und die 5% Chance prockt bei euch. Und einer dieser Bomber hinterlässt ein Fäustel. Ja, da war's. Also, meine Empfehlung nach wie vor. Klaut euch das Zeug bei Brit, denn das geht am schnellsten und am effektivsten. Gut. So viel zum Thema Fäustel. Nächster Bestandteil, wir brauchen dreimal Orichal. Ihr erinnert euch, Orichal gibt's weiter unten hier im Richtfeuer bei den roten Daedaras. Da oben sind zwei Daedaras und wir haben eine 13%ige Chance auf ein Orichal. Jo, da ist eins. Wunderbar. Und so früher oder später droppt garantiert eins bei euch. Gut. So viel zum Thema Orichal. Netril kennt ihr ja noch aus dem Sonnenschwert im Video. Ich zeige euch aber trotzdem nochmal ganz kurz, ganz schnell die drei Bestandteile. Jo, alles klar. Fürs Netril brauchen wir natürlich erstmal Rotlegierung, die wir von dieser Fondküsten-Exotenschildkröte klauen können. Hier in der Zerobi-Steppe. Seltener Klau natürlich. Denkt an die Diebesfäustlinge. Na, gibst du deine Rotlegierung her? Dankeschön. Wunderbar. Das Ganze, ja, also eine Rotlegierung pro Netril.
Wenn ihr das Viech getötet habt, habt ihr natürlich wieder das Problem, dass es nicht wieder auftaucht. Wie gesagt, Fohnküstenexoten sind nur ein einziges Mal da. Ansonsten müsst ihr natürlich zwei Gebiete zonen, um es nochmal zu klauen. Aber wie gesagt, falls ihr das Vieh getötet habt, müsst ihr in die Nabreus-Sümpfe kehren und dort die Schildkröte töten, die dann, ich glaube, eine 6%ige oder eine 8%ige Chance hat, einen Trill liegen zu lassen. Wissenschance natürlich wieder. Okay, nächster Bestandteil wäre dann Damaskusstahl. Damaskusstahl bekommt ihr am besten hier in diesem Gebiet von den Paramina-Schluchten. Ihr müsst zuerst alle Gegner hier besiegen, dann kurz raus und gleich wieder reingehen in das Gebiet. Dann haben wir hier diesen Kandidaten, den Scharfrichter. Den müsst ihr natürlich wieder beklauen. Und der hat Damaskusstahl bereit. Ja, da ist es schon. Also so geht's am besten. Natürlich geht's auch über die Buhnviecher im Richtfeuer, wenn man die killt. Okay. Gut, was noch fehlt für Nethryll sind Hadesflammen. Hadesflammen gibt's von den roten Kerberus-Viecher im verwunschenen Wald. Aber da möchte ich jetzt keins erledigen. Guckt's euch im Sonnenschwert-Video an, da habe ich's gezeigt. 5% Wissenschance. Ich würde sagen, ich suche den nächsten Händler auf und dann bauen wir uns mal das Masamune zusammen. Okay, da wären wir auch beim Händler. Guter alter Rowen, mein Freund. Das ist echt mein Lieblingshändler. Den suche ich natürlich immer auf, wenn es an die großen Dinge geht. In der Westwüste. Ich habe auch noch ein bisschen Geld nebenbei gefarmt, weil es ist ja nicht ganz günstig hier. Dann fangen wir mal an. Zuerst brauchen wir natürlich die beiden Nethrills. Eine Rotlegierung, zwei Damaskusstahl, zwei Hadesflammen. Und wir erhalten... Quatsch, nee. Hier Edelmetall. Da ist auch schon das erste Nethrill. Dann verkaufen wir die zweite Rotlegierung. Ach komm, ich hau gleich alles raus. Ich brauch's jetzt echt nicht mehr. Und... Jawohl, Nethrill, die zweite. Jetzt verkaufen wir die beiden Nethrills. Orichals und Fäustels. Und... Nobelklinge, 350.000. Jetzt wisst ihr auch, warum ich nochmal Geld gescheffelt habe. Und da haben wir es, Masamune. Yes, baby. Ausrüsten, L4. Masamune. Angriffskraft 93. Einen Mehrfachtrefferwert von sich. Das ist also wirklich High-End. So sieht das gute Stück aus. Herrlich in der Hand zu halten. Wow, und so sieht es dann aus, wenn wir irgendwo draufhauen. Geilo. Okay. Wunderbar, Handelsware Masamune. Gilgamesh, die zweite, kann kommen. Ich habe hier noch ein bisschen Videomaterial zu füllen. Doch zuerst testen wir die Klinge. Ich würde mal sagen... ja, wo testen wir die denn? Lusumin, wo sind die Lusumin? Lusu. Hallo? Da. Am Mob, Diabolos. Ja, nein, hier wird gar nichts getestet. Ja, vielen Dank auch. Mein Emulator hier und mein Fraps und überhaupt alle haben sich irgendwie gerade gegen mich verschworen und haben mir die letzten 30, 40 Minuten einfach mal so weggelöscht und gesagt nö und totale Asynchronität und buggy buggy, laggy laggy, tschüssi tschüssi. Ja, toll. Gut, Masamune habe ich jetzt nicht, weil ich musste nochmal zurückladen. Vom letzten Save-Teil aus bin dann wieder halt bis hierher gelaufen. Gut. Egal. Es hat eh nicht geklappt.
denn in der Aufnahme hatte ich einen richtigen Fail gehabt, also die jetzt eigentlich hier gekommen wäre, aber ich bin's ja gerade am Nachspielen, da sie ja mich gerade alle verarscht haben. Denn mein schöner MPTP-Trick klappt natürlich nicht bei Gegnern, bei denen ich mich selbst verletze, wenn ich sie angreife. Schade, von daher brauche ich momentan auch noch nicht das Masamune zum Vorführen. Naja gut, was soll's, ich weiß jetzt gar nicht mehr groß... Mach keinen Scheiß. Okay. Egal, wir besiegen jetzt einfach noch Mob Daidalos. Oder Diabolos. Nee, wie heißt denn der jetzt überhaupt? Oh, ich bin da. Mich hat's gerade völlig innerlich zerrissen, ey. So eine Scheiße. Oh, im Piratenmist haben wir auch was Neues. Wie heißt denn das Vieh hier? Na, wo ist es denn? Da ist es. Diabolos, dankeschön. Ja. Den mache ich jetzt noch schnell platt. Quetscht es hier noch auf den Part mit drauf. Ich hoffe, das reicht auch. Ja, gut, zeittechnisch stehe ich eigentlich ganz gut da. Ich bin falsch gelaufen. Und dann spiele ich offscreen halt nochmal zu der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, beziehungsweise, ja, hole ich Masamune halt nochmal neu, aber ihr wisst ja jetzt eh, wie es geht. Ist ja auch bewusst. So. Gut. Ja, da hat's mich hier, hat's mich vollkommen erwischt, ey. Da haben sie sich gerade alle gegen mich verschwunden. Oh nein, der hat einen gefressen. Das ist aber gar nicht nett. So springt man aber nicht mit seinen Arbeitskollegen um, mein Lieber, ne? Egal, sei's drum, das kriegen wir auch so hin. Ja, da hinten war der Ameisenlöwe. Hier geht's dann weiter. Flöz 11. Ach, den Schlüssel darf ich auch nochmal benutzen. Ach ja. Der Tag hätte so schön enden können. Nein. Wir trollen den Slugsy. Mir ist auch aufgefallen, es wurde dann doch ein bisschen asynchron seit dem letzten Hänger. Aber was willst du machen? Jetzt müsste es eigentlich wieder ganz normal laufen. Ja, treten wir halt nochmal in diverse... Könnt ihr mal aufholen, euch zu waffen, ey. Oh, schlimm. So, da haben wir ihn auch schon, den Guten. So, ja, genau, was habe ich überhaupt? Okay, Duplikette ist schon mal nicht schlecht. Durandat Paraschild, gut, Stoxalanze, Duplikette, Schutzring vor... ja, kann man eigentlich so lassen. Protega, Grünmagie, Valga, jo, das passt eigentlich. Und sonderlich schwer, oder klar, ist der Gegner jetzt hier auch eigentlich nicht. Wir beginnen auf jeden Fall mal wieder mit einem Bann. Und weil viele Lebenspunkte hat er nicht. Oh, Fluch ist scheiße. Fluch ist scheiße. Fluch ist richtig scheiße. Schleifen. Ja. Abgewehrt und schnell Allheilmittel geworfen. Kannst du knicken, mein Freund. Funktioniert nicht mehr bei mir. Was haben wir hier eigentlich? Rostklumpen. Kannst du mal aufhören mit deinem Fluch? Oh, schnell geheilt. Oh, der war knapp. Nee. Hast kriegst du nicht. Also vor dem Fluch müsst ihr wirklich bösartig aufpassen. Ich bin so froh, dass ich die Schleife unten geholt habe. Im Subzimmer. Und mit Allheilmittel heilt man auf jeden Fall schneller. Das war's schon. Ach so, ja. Mit Allheilmittel heilt man auf jeden Fall schneller als mit Dingenskirchen. Medica. Außerdem heilt man auch mehr Zustandsveränderungen.
Gut. Ja. Puh. Das war's jetzt eigentlich schon von dem Video. Nee, sorry Leute, aber ich muss diesen Part hier schon beenden, denn wie gesagt, mir ist mein halber Speicherstand abgestürzt. Jetzt muss ich natürlich alles wieder nachspielen. Aber das kriegen wir schon hin. Keine Panik. Ja, kurzes Video, aber dafür intensiv. Viel Spaß beim Masamune nachbauen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.